Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin mal shoppen. Diesmal eigentlich alles AliExpress. Wie eins habe ich noch, das kann ich hier aber nicht zeigen, das werde ich euch aber verlinken. Ich habe mir einen Windabweiser geholt für das Auto, für vorne, also Fahrer- und Beifahrerseite vorne und halt für hinten, links, rechts, jeweils komplett durch, dass ich halt die Scheibe auch minimal runter machen kann, ein bisschen frische Luft habe und ohne. Ja. Bei Adi habe ich hier Sachen bestellt. Sind eigentlich. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel bestellen. Eigentlich. Hier wollte ich nur zwei, drei Sachen bestellen, habe dann aber mehr bestellt, weil ich dann billiger gekommen bin. Ja. Weil musstest du 10 Euro zusammenkriegen, dass du dann halt gratis Versand hast, sonst hätte ich 10 Euro Versand bezahlen müssen und hätte den langsamen Versand gehabt. Jetzt habe ich hier für 10 Euro, also ich hatte Sachen für 3, 6, 9, nee. Ach Quatsch, die waren ja noch billiger. Die waren ja um die 60 Cent das eine. Naja, jedenfalls zeige ich mehrere Sachen drin. Ich wollte davon drei Sachen, war damit bei um die 3, 4 Euro, hab dann halt noch mehr bestellt, was eigentlich ganz gut ist, erkläre ich euch gleich. Hab dadurch mehr Sachen und zahle eigentlich das gleiche wie vorher. Hier habe ich Sachen drin, da wollte ich auch nicht alles haben. Ich wollte davon eine Sache haben und die anderen Sachen, die da drin sind, die wollte ich mir irgendwann mal holen. Aber halt nicht jetzt, aber ich hätte hier auch 10 Euro Versand. Ich musste auf 20 Euro bei dem Hersteller kommen. Also das ist alles von einer, also kannst ja bei Ali, kannst ja dann halt sagen hier, zeig mal, was hast denn du noch so. Ja, und bei dem, wo ich das Hauptteil gekauft habe, fangen wir mit dem einfach mal an, würde ich sagen. Ich muss nur gucken, wo das Hauptteil ist. Ach, das ist ja hier gar nicht drin. Das habe ich hier drin. Moment. Das habe ich ja schon zusammengepackt alles. So. So, ich habe eigentlich nur das hier geholt. Also das wollte ich eigentlich nur holen. Das sind so, ist so, so Matten. Da steht doch Qashqai drauf. Ja. Die kleben auch so ein bisschen, wie ihr es jetzt seht. Ja. Ich glaube, kann man so ein bisschen erkennen. Das ist für das komplette Auto. Also alle Fächer, also Fahrer, Beifahrertür, hinten die Türen, da sind ja so Fächer. So. Dann Kanal, oben halt ein Fach, dann halt unten drunter ein Fach, dafür sind Beete. Dann habe ich ein kleines Fach so. Dann habe ich zwei für Getränke zum Halten. Dafür habe ich was. Dann habe ich vorne noch mal ein größeres Fach, wo der Zigarettenanzünder sozusagen ist, wo ich halt jetzt USB alles habe. Dafür. Und ich glaube sogar für die Fahrer, also für die hinteren, die Tür oben, der Griff, da ist dann auch noch mal, was man da reinmachen kann, glaube ich. Also müsste für sämtliche Sachen müsste das jetzt sein. Das kostet in Deutschland über 30 Euro. Ich habe jetzt bezahlt bei Ali Express. Glaube 11,98. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die wollten 10 Euro Versand haben. Es sei denn, ich komme auf 20 Euro. Und der langsame Versand wird gewesen. Es sei denn, ich bestelle für mindestens 20 Euro. Dann ist der Versand gratis. Und der, nicht der ganz langsame Versand, sondern der normale, also der normale Expressversand, ja? Dass es innerhalb von einer Woche da ist. Na, ich gedacht, ne? Guckst du mal, was der Verkäufer, bist du in Beruf gegangen, was der Verkäufer noch so im Angebot hat. Und dann habe ich noch Sachen gefunden, die ich
eigentlich auch haben wollte, aber mir später mal holen wollte. Dann habe ich zuerst habe ich das in den Warenkorb gepackt, das hat dann aber noch nicht gereicht. Das ist für den Spoiler hinten. Also hier ist, müsst ihr euch vorstellen, das Autodach, dann geht den Spoiler. Da habe ich das in schwarz. Das ist, also hier ist so dick, etwa so dick der Spoiler. Ja, und dann habe ich dann halt dieses Dreieck sozusagen, was so am Wagen ist. Und das ist so ein Stück tiefer. Also der Spoiler geht praktisch so, und ist ein Stück tiefer. Und in schwarz. Und da habe ich gedacht, das mache ich mir ran. Dann ist der Spoiler die gleiche Höhe wie, also diese Vertiefung, genauso hoch wie der Spoiler. Hat die gleiche Wagenhöhe hoch und passt mit dem Silbernen von den Fensterumrandungen und dem Silber von vorne und von hinten überein, dass es ein bisschen stimmiger aussieht. 2 Euro noch was. Nee, 1 Euro noch was. 1 Euro, ich glaube 1,98. Ich würde sagen mal 2 Euro. 12 Euro, 14 Euro. Dann habe ich silberne Ringe für um die Boxen, weil das ist halt nur schwarz und dann kann man so ein bisschen Akzente setzen, dann passt das auch noch ein bisschen zum Auto. Leider ist das, was mir halt nicht gefällt, ist halt, dass das wirklich alles richtig silber ist. Das Silber bei mir im Auto ist eher so ein Grau. Da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht doch mal in so einem Grauton geben würde, also nicht so ein poliertes Silber, dass das zu den normalen Autoteilen auch besser passt. Es sieht jetzt cool aus, aber halt, wenn du dann oben halt guckst, so links und rechts Lüftung und in der Mitte, und dann genau hinguckst, siehst du halt schon, dass das halt silbergrau ist und unten halt richtig silber. Aber vielleicht tausche ich das ja auch mal aus. Da gibt es auch schon Dinger, die du drauf machen kannst, dass es richtig silbern aussieht. So, dann waren wir mal, wir waren 12, 13, 14. Die waren, glaube ich, 3 Euro. 15, 16, 17. Nee, 3 Euro noch was. 18 Euro. Und dann habe ich hier das noch geholt. Das ist einfach nur, weil ich dann nichts anderes mehr gefunden habe. 19, 20, ja. Genau, da müsste ich jetzt auf 20 Euro kommen. Das ist für die Tür. Sieht man das ein bisschen? Ja, da steht Qashqai drauf. Hier kommt das dann raus. Also in eine Tür, in eine Autotür. Habt ihr da drinnen so das Schloss rangeschraubt, also praktisch was so wie so ein Bügel ist. Ja. Und das ist ja dran geschraubt, wo die Tür sich festhält, sozusagen, dass sie nicht aufhört. Und das machst du einfach drüber. Der guckt dann immer noch raus, die Tür schließt immer noch. Aber man sieht halt diese Platte, wo die geschraubt ist, nicht. Und es ist dann halt schwarz, wie Wagenfarbe und Qashqai steht da. Das habe ich einfach wirklich nur geholt. Sag ich euch so, es ist einfach nur geholt, dass ich halt auf diese 20 Euro komme. Mehr nicht. So habe ich jetzt praktisch 20 Euro ausgegeben. Ja, 20 Euro, 21. Ja. Nee, doch, 20. Nee, 21, ein paar zerquetschte. 20, 49, irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe 49 Cent praktisch, nee, Quatsch. Nee, 20, 49 oder so habe ich bezahlt. Genau, für alles zusammen. 20, das alles ist 20, 49. Hätte aber bezahlt 21,49 oder 21,50, irgendwas 21 noch was. Fast 22 Euro hätte ich bezahlt, wenn ich den Versand, wenn ich nur das geholt hätte und den Versand. Und so bin ich halt ein Euro billiger oder 2 Euro billiger und habe hier noch die Sachen mit dazu. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, das ist doch ganz gut. Das kann man doch hier brauchen. Na, holst du das denn halt nicht später, holst du das jetzt. Dann hast du das, ist dein Weihnachtsgeschenk. Und vor allen Dingen, wenn man dann sparen kann. Weil ich hätte sonst, wie gesagt, mehr bezahlt und so habe ich halt weniger bezahlt. Und hab so ja noch Sachen, die ich eigentlich später holen wollte. Dann habe ich hier, die will ich aber jetzt nicht alle auspacken. 1, 2, 3, 4, 5. Netze.
25 mal 40, 25 mal 40, 25 mal 50, keine Ahnung. Das müsste das lange sein. So, die sind, das ist so Netze mit Klettverschluss. Ich zeige euch das auch gleich anhand, genau das kleine hier am ersten. Da kommt dann die Ölflasche drin. So. Das ist so. Hier ist dann Klett und hier auch. Unten ist zu. Also praktisch, hier ist auf. Hier kann man aufmachen. Hier unten ist komplett zu. Da geht nichts auf. Ja. Das machst du dann praktisch an die, im Kofferraum, da wo der Stoff ist. Du hast ja dann so eine Art Teppichstoff. Babst du das so ran. Dann hält das, weil ist ja Klett. Dann machst du das hier auf und machst hier halt eine Pulle Öl drin. Ja, ich habe ja noch eine Pulle Öl, weil ich habe einmal kein Öl, Ersatzöl bei gehabt. Mit dem Jetta damals war das noch, da waren wir bei Karls Erdbeerhof. Sind abends da dann raus. Alles zu, nichts offen. Nichts in der Nähe, irgendwo, Baumarkt, irgendwas, gar nichts war irgendwie erreichbar. Und alle zu, war Wochenende. Musste ich an der Tanke. Zwei Flaschen Öl, a 25 Euro. Und hat Bernhard, mein Werkstattmann, hat dann gesagt, na, eine nehmen wir davon, schmeißt die nicht weg, die Flaschen. Ich habe mir von unterwegs gleich angerufen. Sagt er, schmeiß die nicht weg, bring mal mit und dann machen wir die eine voll und die packst du dir ins Auto. Und die kommt dann praktisch, die kommt dann hinten ran, dann kommt die Flasche Öl. Oder ich habe ja so einen Zwischenboden. Ich habe ja praktisch das Ersatzrad, da ist der Subwoofer drin, also im Ersatzrad und dann habe ich so einen Boden und den kann ich, dann habe ich da drüber nochmal einen Boden, da habe ich dann so viel Platz dazwischen. Da müsste ich dann ausmessen, ob das passt mit der Ölflasche, weil das ist eine dünne Ölflasche. Und mit dem Verbandskasten, dann klett ich das so ran, schiebt das hier so rein und dann wackelt das nicht hin und her. Ja, oder im Auto fliegt das hin und her, weil dann ist das so. Und dann auf der unteren Platte brauche ich nur das obere rausnehmen und komme dann halt überall ran. Ja, und da habe ich dann auch für den Verbandskasten so ein Ding geholt. Könnte ich dann praktisch auch hinten in den Verbandskasten reinmachen. Da will ich aber erst gucken, ob er halt in diese Zwischenmulde passt. Wenn der in diese Zwischenmulde passt, na hier. So, da habe ich halt dieses hier. Und wenn der dann in die Zwischenmulde passt, dann kommt der da halt drauf gepappt und der Verbandskasten nicht hoch, sondern längs, dass der halt hier komplett in dem Netz drin ist. Und dann ist der praktisch auf dem Boden so, der mit dem Verbandskasten nicht hält und dann wackelt das auch nicht hin und her. Ja. Du kannst dann auch noch die zusätzlichen Warnwesten, Warndreieck oder was weiß ich. Ja. Und dann wackelt da gar nichts hin und her, nichts schießt im Auto hin und her. Und ich will halt eins an der Rücksitzbank haben und links und rechts eins, um ein bisschen was wegzupacken. Warnwesten und so. Weil ich möchte halt, ich habe vorne Warnwesten, ich habe im Handschuhfach habe ich zwei Warnwesten für die Fahrer und Beifahrer. Und hinten, unter meinem Sitz und unterm Beifahrersitz sind es auch nochmal jeweils eine Warnweste. Nee, Quatsch, rechts beim Beifahrer sind zwei Warnwesten, weil hinten können ja drei sitzen. Da sind zwei Warnwesten. Und die können sich die hinteren nehmen. Und da kann man dann auch nach hinten verlagern. Denn ja, das ist 50 mal 50. Das ist dann nochmal ein Stück größer. Und dann habe ich das für hinten. So. Oder man kann dann halt auch dickere machen und so was alles. So, und dann habe ich das praktisch. Ich hätte gerne vielleicht noch ein Stück länger genommen, aber das ist okay. Dann kommt das praktisch hinten an die Rücksitzbank ran. Und dann kann ich hier praktisch meinen Schneebesen. Ich habe so einen Eiskratzer, der auf der anderen Seite Besen hat. Weil es ist ja, viele wissen es nicht, aber es ist ja strafbar zu fahren mit einem Auto, wo Schnee auf dem Dach ist. Motorhaube, Kofferraum und die Scheinwerfer müssen frei sein. Ja? Und ich kratze ja nicht Eis, weil macht die Scheibe kaputt. Also kann die Scheibe zerkratzen. Ich habe ja eine
beheizbare Frontscheibe. Aber ich muss ja irgendwie, der Qashqai ist ja ziemlich hoch. Ich muss ja oben irgendwie alles wegmachen, auch beim Jetta und so. Die Bürste habe ich ja noch vom Jetta. Muss ja alles irgendwie wegmachen und Motorhaube und hast nicht gesehen. Und jedes Mal von oben im Besen mit runterschleppen ist auch doof. Deswegen habe ich mir das damals geholt. Das ist doch schon, den habe ich auch schon ein paar Jahre, den Besen. Und kommt dann heute auch schon wieder alles eingebaut. Den habe ich schon ein paar Jahre. Und der kommt dann praktisch gesehen, der ist jetzt so längs lang. Ich hab ja auch so eine Schüssel da praktisch drin im Kofferraum, dass wenn es nass ist. Und wenn es nicht gebraucht wird, ist er dann halt so lang, damit wir vorne Platz haben. Und wenn er dann nass ist, kommt er rein auf die Matte liegt, bis er trocken ist und dann kommt er hinten wieder rein und fertig ist. Ja, dann passt das alles. Denke ich mal, hoffe ich mal. Gehe ich stark von aus, sagen wir mal so. Ja, und dann halt den Windschutz. Werde ich euch verlinken. Der war auch günstig. Original, bei Originalhersteller waren es 104 Euro plus, nee, inklusive Versand. Dann habe ich noch ihn gefunden, wo ich's 100 Euro gekriegt hätte, nee, 101 Euro inklusive Versand. Und dann habe ich noch ihn gefunden, da ich jetzt, die hatten irgendwie Angebote, irgendwie auch Black Friday, da bin ich zu spät gekommen. 94 Euro plus Versand. Ah, das brauche ich, das nervt mit dem Wind und so, das ist echt scheiße. Aber wenn es angebaut ist, mache ich da auf jeden Fall ein Video. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.